Guter Mann. Guter Mann, Detective Chase. Ah, viel Information, nur gut, dass ich mein PDA habe. Sonst könnte ich mir die gar nicht merken. Schauen wir mal ein bisschen weiter hier rauf. Es scheint also in diesem Fall mit Megan einige Ungereimtheiten gegeben zu haben. Das habe ich mir schon gedacht. Aber warum? Wird von höchster Stelle hier etwas vertuscht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Oh, Craig. Hi. Und Josie? Hieß sie Josie? Josie? Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Kein Problem, Josie. Kein Problem. Craig, hallo. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich kann Ihnen für das, was Sie getan haben, gar nicht genug danken, aber ich möchte Ihnen helfen, so gut ich kann. Woran hatten Sie denn gedacht? In der Gegend arbeitet ein Kerl namens Seurat. Aufgrund seiner Geschäfte war er in letzter Zeit viel unterwegs, aber im Augenblick bewohnt er ein Apartment am Earl's Court. Wenn Sie meinen Namen erwähnen, bekommen Sie einen Rabatt auf seine Ware. Er handelt mit, er ist Waffenhändler. Wieso kennt jemand wie Sie einen Waffenhändler? Wo ich aufgewachsen bin, lernt man ziemlich schnell, gewisse Beziehungen zu pflegen. Na, dann danke ich dir doch, Craig. Rabatt auf Waffen? Das ist doch nicht schlecht. Ich will euch nicht weiter stören. Ich bin froh, dass ihr heil seid. Ich hoffe, dass es nicht so ein großes Trauma für sie war, Josie. Dann danke. Danke für die Information. So, dann sollten wir mal dem Polizeirevier einen Besuch abstatten. Das wäre doch mal die nächste Idee. Megan. Verdammt, verdammt, Megan. Tja, warum können die guten Cops nie ihre Arbeit machen? Nein, er sitzt hier. Tschüss. Gut, dann auf zum Polizeirevier. Ja, der ehemalige Officer hat was von einem Tipot gesagt. Dazu müsste ich in den anderen Stadtteil. Wahrscheinlich mit der Bahn wäre es das Beste. Versuche ich es mal. Central Station. Okay. Fast Food, Takeaway. Einfach hingeworfen. Falls Sie irgendwelche Purity First Aktivisten sehen, melden Sie sie bitte. Wir wollen hier keinen Ärger. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von diesem Purity First halten soll. In dieser Stadt gibt's alles. Hab schon leicht Besseres gesehen.
als ich jemand auf den Kopf trete. Steht eigentlich offen dran. Trotz alledem. Verdammt, kein Netz. Wie soll ich jetzt die Sportergebnisse abrufen? Mann, jetzt wäre eine Kranialoptik gut. Kein Netz. Es geht mich ja nichts an, aber ich finde, Leute, die sich freiwillig augmentieren lassen, geben ihre Menschlichkeit auf. Vielleicht. Vielleicht hast du recht. Die Konvention? Ich weiß nicht so recht. Oh Mann, Eliza ist dermaßen heiß. Gott, Nia Shi Akim ist viel hübscher. Aber Eliza ist intelligent und zieht sich super an. Total cool. Intelligent? Die sagt doch nur, was Pikes ihr vorschreibt. Und Pikes berichtet nur das, was ich in ihrem Leben. Tja, da kenne ich mich nicht aus. Ja, das ist der andere Stadtteil. Adam, haben Sie den Neuralknoten schon? Sie verlangen von mir einen Einbruch in ein Polizeirevier, Boss. Das dauert ein Weilchen. Okay, wenn Sie im Eingangsbereich mit Reden nicht weiterkommen, gibt's draußen bestimmt noch einen anderen Zugang. Hinten oder auf dem Dach. Ein Frontalangriff muss der letzte Ausweg bleiben. Oh, bitte. Du hältst Purity First doch nicht im Ernst für Freiheitskämpfer. Noch nicht. Aber warte nur, bis die Maschinenmenschen alles übernehmen. Du siehst zu viele Filme. Im Ernst, Mann. Bill Taggart und Purity First haben als einzige die Eier, uns gegen diese Optis zu verteidigen. Interessant, dass du gerade die beiden in einem Satz erwähnst. Du hörst zu oft diese linken Radiosendungen. Viele Gegner auf den Straßen. Warum haben sie das getan? Sie waren schön, so wie sie waren. Viele, viele Gegner. Viele Augmentierungsgegner. Was soll das ganze Gerede über die Augmentierungstechnologie? Tja. Vielleicht ist es gut, darüber zu reden. Ist das das Polizeirevier? Sieht beinahe so aus. Da soll ich mal rein. Zumindest mal mit den Leuten reden. Hey, Jensen. Lange nicht gesehen. Hey. Sie sind wegen Wayne Haas hier, oder? Er ist im Moment der diensthabende Officer. Wayne Haas. Tja, bevor ich hier in dieses Depot gehe, über die Geiselnahme in Detroit überschlagen sich. Möchte ich hier trotzdem mal ein paar von den Officern interviewen. Der Anti-Augmentierungsorganisation die Humanitätsfront. Wie lächerlich. Haben Sie schon gehört? Die wollen, dass die UNO die Optimierungen reguliert. Ja, was wollen Sie? Informationen. Dann gehen Sie zur Rezeption, Junge, anstatt meine Zeit zu verschwenden. Nicht diese Art von Information. Ich will Informationen über Seraph Industries. Und ich will, dass mir Eliza Kassan einen bläst. Also träumen Sie weiter, Dosenöffner. Sie haben in der Sache kritische Beweise bearbeitet. Ich will alles darüber wissen. Erstens weiß ich nicht, wovon zum Teufel Sie reden. Und zweitens, selbst wenn ich es wüsste, wäre es mir scheißegal, was Sie wollen. Und jetzt schwingen Sie Ihren Hightech-Arsch hier raus, bevor ich Sie bearbeite! Ihr scheint Dreck am Stecken zu haben. Chet Wagner. Merken wir uns. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Mal hier nachfragen. Hallo. Kein Verkehr. Ja, warten Sie mal eine Sekunde. Scheiße. Jensen? Haas, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Tja, ich schätze, Sie können besser auf sich aufpassen als ich. Ich habe keine Zeit für Ihr Selbstmitleid, ich muss in die Leichenhalle. Das ist alles? Vergessen Sie es! Ich weiß nicht, was mit der Leiche da unten los ist, aber meine Befehle kommen von ganz oben. Niemand darf rein! Und Ihre ersten Worte nach fast 2 Jahren sind, dass Sie was von mir wollen? Hätte ich Ihnen einen Befehl geben sollen? Im Befehle befolgen waren Sie ja immer ziemlich gut. Verdammt, wie können Sie nur so selbstgerecht sein? Glauben Sie, mir gefällt das? Sehen Sie mich an.
Vom SWAT-Commander zum Bleistiftschubser in einem mickrigen Revier. Ich brauche von Ihnen keine Zurechtweisung. Das habe ich schon zu Hause. Entweder lassen Sie sich was Besseres als sonst einfallen oder Sie vergessen es einfach. Immerhin sind Sie zu mir gekommen. Okay, hören Sie. Sie sind wütend und haben auch das Recht dazu. Ich bringe Sie in eine unangenehme Lage, aber ich muss in diese Leichenhalle. Sie kriegen deshalb keinen Ärger. Ich bin immer in einer unangenehmen Lage. Das ist nicht fair. Warum machen Sie das? Sie bringen mich in eine ausweglose Lage. Schon wieder! Ich soll meinen Job opfern, um Ihrem Boss den Arsch zu retten? Ohne diesen Job kann ich mein Leben im Klo runterspülen. Aber das ist Ihnen völlig egal, stimmt's? Ja, Ihr Job steht auf dem Spiel. Und ja, Sie mussten die vergangenen Ereignisse ausbaden. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Und es ist wichtig. Was auch geschieht, ich kümmere mich um Sie. Darauf haben Sie mein Wort. Das ist zumindest ein Anfang. Alles geht auf diesen einen Tag zurück. Ich habe einen Jungen erschossen, aber da war er schon tot. Er hat entschieden, eine Waffe zu werden, und mit seinen Augmenten wäre er durch uns alle einfach durchspaziert. Deshalb sind sie weggelaufen, weil sie damit nicht klargekommen sind. Wir machen alle Fehler, Wayne. Niemand gibt ihnen die Schuld daran. Sie müssen das glauben und sich selbst vergeben, sonst können sie die Sache nie hinter sich lassen. Sie herablassender Idiot! Ich habe die Schuld für den Vorfall auf mich genommen, aber verdient habe ich das nicht. Sie hätten schießen müssen. Sie haben den Befehl zuerst erhalten. Als Sie sich weigerten, haben Sie mich dazu gezwungen. Es ist nicht meine Schuld. Sie waren verantwortlich und ich will hören, dass Sie das zugeben. Ich habe jetzt genug gehört. Sie belügen sich selbst. Sie haben den Abzug gedrückt, niemand sonst. Davor können Sie den Rest Ihres Lebens nicht davonlaufen. Akzeptieren Sie es als Teil Ihrer Vergangenheit und lassen Sie es hinter sich. Wenn Sie es leugnen, wird's nur noch schlimmer. Ich kann nicht, Ach, scheiß drauf. Sie haben recht. Ich war so dumm. 2 ganze Jahre. Höchste Zeit, dass ich wieder auf die Füße komme. Und zwar sofort. Gehen Sie rein. Keine Sorge wegen der Männer, die werden Sie in Ruhe lassen. Aber ich muss jetzt nachdenken. Mexiko. Ja, Wayne. Man hat es mir in die Schuhe geschoben. Mit dieser liberalen Scheiße an. Also gut, bis dann. Ja, habe ich gehört. Kam mit den Nachrichten. Na denn, dann schaue ich mal in die Leichenhalle.